freue mich jetzt da zu sein. Ich will so schnell wie möglich Gas geben und der Mannschaft natürlich mit Toren, Vorlagen und guten Leistungen helfen. Und ich bin jetzt echt glücklich. Wir wissen, was wir haben, wir wissen, was wir bekommen und freuen uns wahnsinnig darauf, dass wir da einfach nochmal eine richtig gute Alternative im Sturm haben. Irgendwann war es dann so, dass die Verantwortlichen vom FC Augsburg auf mich zukommen sind und haben mich gefragt und dann haben wir ein längeres Gespräch gehabt und dann habe ich mich dazu entschlossen und habe gefragt, ob ich jetzt auch schon im Winter wechseln darf oder ob wir es vielleicht hinkriegen könnten. Ja, mit Marco sehr, sehr oft in Kontakt gewesen, auch weil seine Eltern gut mit meiner Familie sind. Ich verstehe mich unfassbar gut mit ihm, habe natürlich viele Tipps von ihm gekriegt und er hat sich, glaube ich, jetzt, wenn er es nicht gespielt hat, hat er sich richtig gefreut, dass ich komme, dass ich jetzt im Winter schon komme. Das wichtigste Gespräch war ganz klar mit dem Sandro. Er hat mich eigentlich sofort gehabt. Nach dem Telefonat habe ich sofort meinem Berater gesagt, dass ich sehr, sehr gern Hertha machen will, wenn es funktioniert. Ich hatte echt Glück, dass ich eine gute Hinrunde gespielt habe. Aber nachdem ich mit Sandro telefoniert habe, war mir eigentlich echt klar, dass ich nur hierher will. Ja, sehr gut. Sehr gut. Servus Hertha-Fan, ich bin der Flo. Freue mich unfassbar, dass ich hier sein darf, dass es jetzt so schnell geklappt hat. Bin schon richtig heiß aufs erste Spiel. Freue mich unglaublich und ich hoffe, wir sehen uns bald. Euer Flo.